Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kettle und Kops. Jo, meine Pause zu Ende. Ich mache jetzt weiter. Ja, ich hoffe mal letzte Folge, dass ich noch schneiden kann. Ich habe nicht länger aufgenommen, als ich wollte. Macht aber nichts. Das werde ich das Ende rausschneiden. Also das, was ich nicht aufnehmen wollte. Hauptsache ich vergesse es nicht, aber ich werde es merken an der Videolänge. So. Oder starten. Tja, ich habe mir jetzt kurz überlegt, wenn ich 70.000 bekommen würde, vom Ertrag, vom Feld, für den Traktor jetzt nicht. Für den Flug macht es keinen Sinn, weil der Traktor so schwach ist. Entschuldigung. Da werde ich mal ganz kurz gucken, was da so an Felder zu kaufen gibt. Weil, das macht ja Sinn, ne? Ne, Felder ist hier, da. In Besitz. Also, ich bin ja eher für größere Felder. Wo war ich mit der Karte? Ah, hier. Wetter war irgendwo anders gewesen, ne? Welt. Mission gerade. Also im Besitz habe ich ja aktuell diese vier Felder. Es wäre sinnvoll, weitere Felder hier in der Nähe übernehmen würden. Feld 8 für eine Option von der Größe her. Als nächstes wäre das machbar, wenn es mir leisten kann. Ansonsten Feld 49, Feld 6, Entschuldigung, Feld 1. Feld 1 wäre auch von der Größe her minimal. Schauen wir nach. Jetzt krieg ich Schluck auf. Gut. Ja, nicht gut, aber ist halt so. Feld 1. Kostet 42.000. Und Feld 8. 57.000. Ist 3,2 und das andere ist 2,3. Ich denke mal, Feld 1 ist ein guter Preis. Anführungszeichen. Das werden wir uns leisten können. Das wäre ja auch genau gegenüber von einem anderen Feld, ne? Wenn ich es kaufen kann. Es kann sein, das heißt, du musst das und das tun, ne? Oder du musst zumindest schon mal gegruppert. Schon positiv. Ja, nutzt all nichts. Ich fahre jetzt mal. Erstmal natürlich Kleingeld verdienen, ne? Das ist ja das nächste, was wir immer haben müssen. Geld. So. Dann gucken wir mal. Wir beladen nicht. 2. Ja, unser schöner Rocken. Klar, mit dem zweiten Anhänger würde ich schneller unterwegs sein, aber wie gesagt, ist ja auch hier tageweise, wo wir hier riesig viel Zeit haben für irgendwelche anderen Aufgaben. Wir müssen uns hier nicht unnötigerweise. Weil das kann man nicht vergleichen, und da hat man im Prinzip, ja, wenn man mit Jahreszeiten spielt, nur Tage Zeit im Prinzip, ne? Wo man verkaufen kann, immer darauf gesehen, aber wie gesagt, da ist es so, wenn man was erreichen will, nächste Ertrag oder nächste Aussaat, muss man sich beeilen. Und hier ist das so, dass wir jetzt wirklich für Monat, Tag für Tag entsprechend hier uns vorarbeiten können, also ohne Stress. Darum wäre es Blödsinn, wenn wir jetzt hier unnötigerweise nochmal Geld ausgeben würden für einen Anhänger. Da würde zwar Anführungszeichen nur derselbe Typ würde kosten, also der andere würde kostet, würde 24.000 kosten, und oder da haben wir uns aber einen teuren Händler gekauft, 35.000 Liter, und ja,
Habt ihr eine Anhängerkupplung? Tja, da haben wir... Da habe ich einen Plan. Ganz grob. Ob es klappt, mal sehen. Aber wie gesagt, 19.000, nee, 19.000? Teuer war der. Weil ich fahre ja nicht gern spazieren, ne? Ne, 24.000. Ich weiß ja nicht, ob wir den Hänger 1 zu 1 wieder abgeben können. Normalerweise macht man ja Verlust beim Verkauf, ne? Aber da weiß ich noch keine Erfahrung gemacht. Man kann man die Erfahrung mal machen, ne? Hänger verkaufen und 10.000 sparen. Rein theoretisch. Meiner wird auch kein neuer Traktor für reichen, aber vielleicht können wir unsere Zweifel kaufen, ne? Und wir könnten dann schneller hin und her fahren. Wir haben jetzt 11.000. Muss ich echt überlegen. Oh, kommt mal hier einer vorbeigefahren. Ein ganz seltener Gast. Ich wüsste gar nicht, was passiert, wenn uns einer rammen würde. Im Ernst haben wir durch die Gegend geschossen, ne? Die sind ja da wie Betonklötze. Und hier weiß ich nicht. Ich möchte es aber auch nicht probieren, mal dazu sagen. Auch weiß ich nicht, wie die Preise im Winter sind, ob die steigen oder fallen. Weiß ich nicht. Kann man hier nicht erkennen. Nein. Oh, Bremsen war ein bisschen schwer. Ja, einen größeren Traktor wäre nicht schlecht. Ob ich den kleinen verkaufe und mir noch einen großen zulege? Schwierige Sache, ne? Oder alle beide verkaufen und nur den größeren? Dann könnte man auch flügen, ne? Wenn wir einen Flug hätten. Ja. Sehr schwierige Frage. Also, Hängerverkauf wäre ein Versuch, das machen. Das wären 10.000. Und dann könnten wir ja, wenn der Preis. Naja. Das weiß ich gar nicht genau. Müsste ich schauen. Ist ein Risiko bei. Oder vorspeichern, ne? Aber das vergesse ich garantiert in der im Eifer des Gefechts. Muss ich schauen, wie ich tot. Also im Traktor ist ja ein bisschen leiser, ne? Oder? Was meint ihr? Einstellung ganz kurz, Sound gehen wir mal ein bisschen höher. Außen nicht, Innenbereich. Ja, ist ein bisschen lauter. Gut, hier wäre Gegenverkehr. Ja, wir müssten also nächstes Jahr noch ein Feld. Dann würden wir vielleicht 70.000 durch 3, ne? Ist viel, ne? Ne, da tat eine da. Also sagen wir 80.000, oder 90.000, wenn 30.000 pro Feld runtergerechnet, wären es vielleicht 20, 19, 18, je nachdem der Feldgröße. Also um die 18.000, 15 bis 18.000 pro Feld verdient. Das hieße, da müssen wir noch viele Felder kaufen, um den Ertrag entsprechend zu bekommen, ne? Ja, 19.000, ne? Könnte man länger leisten. Könnte mir jetzt vorstellen, am Händler ranfahren, diesen Hänger verkaufen, über Menü,
Eins kriegt, glaube ich, sowieso nicht. Und dann versuchen wir mal zwei zu kaufen. Ne, reicht ja nicht. Wir brauchen noch 24.000. Also wenn theoretisch mit dem 10.000 wieder bekommen, also mehr hätten, müsste das dann reichen normalerweise. Ich riskiere es mal. Und wiederum, wenn wir noch einen kriegen würden, der hat zwar nur ein Kubik mehr Ladevolumen drin, aber auf der anderen Seite wäre das ein Testwert, wie der sich verhalten würde bei der Deichsel, ne? Wegen Fahren. Ne? Gut, rückwärts fahren müssten wir eigentlich nirgendwo. Deswegen habe ich auch den genommen. Weil in der Garage, also zur Werkstatt, da könnten wir eben auch durchfahren verwenden. Ne? Sind da aber ein Händler. Das heißt, schauen wir nach. Ne? So, das heißt, erstmal den einverkaufen. Kurpark. 35.000. Wir haben also. Ich riskiere es mal, ne? Oh, 8.000. Das ist trotzdem reichen, ne? Knapp. Hänger ist weg. Naja, gut. BDF1. Mal gucken, ob wir zwei kriegen. Anhänger. Hier sind Taube, habe ich. Wird nicht reichen. Ja. Müssen wir erst einmal, gut Deutsch, ja, 400 Euro verdienen. Na. Aber es wäre nochmal ein Vergleich wert, ne? Wie das sich so hat. Das ist schnell. C. Sehr, 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 sehr empfindlich. Da unten dran. Ne? So. Jetzt bräuchten wir, auf gut Deutsch, ein bisschen Geld. Also wir fahren mal zum Hof und laden mal eine Ladung Brocken ein. Haben wir ja, mehr haben wir ja eh nicht. Das andere ist ja Saatgut, ne? Weizen. Wir haben ja hier für jede Saat eine eigene, ja, Saatgutbox, ne? Also oder man kann auch theoretisch Paletten laden, oder ich weiß. Ging es hier wie mal beim Szenario. Schauen wir. 40 sich ganz gut, ne? Von Stabilität her kann man nicht meckern. Junge, da wird doch so nichts. Da geht doch schief. Man sieht im Prinzip, naja, einstellen ist gut. Wisst ja gar nicht, was vorgesehen ist, ne? Dass man automatisch nach vorne guckt, ne? Ja gut, da muss man sich daran gewöhnen, dass man immer vorher, ja, vorne schaut, ne? Also machen wir doch einen Verkauf, bisschen Verlust, also was haben Verlust gemacht? Knappe 8.000. Weil ich mich vorher was anderes überlegt hätte. Habe ich aber nicht. Die beiden Kosten zusammen knappe 48, ne? Hätte man früher schon zwei Hänger haben können. Immerhin bei zwei Anhänger 20.000 gespart. Tja. Beim nächsten Mal halt, ne? Im Bunde nächstes Mal noch nicht geplant, das muss man zusagen.
Gute Schauer, das soll es halt auch schon für heute gewesen sein. Dann mal tschüss, ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs quasi reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Dann werden wir Rocken verkaufen und dann noch einen Anhänger kaufen. Damit wir mit zwei Anhänger fahren können. Und später bei der Ernte macht das hier auch bemerkbar. Mit dem zweiten Anhänger. Wir müssen da nicht so oft hin und her fahren. Ne? Wir haben dadurch ein bisschen mehr Zeit für die Ernte halt. Ne? Und vielleicht reicht das Geld noch fürs Feld. Mal schauen. In der Theorie ja. Und dann muss ich mal kurz rechnen, ob der Traktor mit einem anderen Traktor zusammen noch das Geld bringen würde, für damit wir den Deutz kaufen können. Ne? Ich bin noch ganz, ganz skeptisch. Ja, wir fahren Lager 2. 19.000. Mal gucken. Weil im Trigger ist was drin, das weiß ich genau. Dann mal gucken. Lager 3 gehen. Ne? Der Trigger mal Ruhe gibt hier. Normalerweise macht er nur den Krach beim BB und entladen. Ne? Aber dann müsste Reittürchen und noch das Feld reichen. Wie gesagt, ich brauche immer noch ein bisschen Geld fürs Saatgut und fürs Dünger. Ne? Das ist ganz wichtig. Das, was wir jetzt hier zu liegen haben, ist nicht der Rede wert. Ne? Ich wollte Tschüss und Tschau sagen. Na gut, jetzt nochmal. Also, ich schaue, das soll schon auch für heute gewesen sein. Dann sage ich mal Tschüss, Tschau, Tschau. Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Und jetzt mal auch ausmachen. Ne?